Ja, ich hatte es angesprochen, da könnte was gehen, einfach weil man keinen Wave klärt, kommt dann früh der Dive-TP, da Janen mit dem Flash Gilius, der! Und da ist es, First Blood passiert, trotzdem natürlich abgeholt und weiter geht's in Streams, der Heal, wie... Da sehen wir aktuell noch keine Swaps der Botlaner. Jetzt hier der Engage. Schöne Ultimate. Oh, die Ultimate ist ganz wichtig und damit hat Sleeping keine Chance. Kann auch nicht rausflashen. Das Ganze wunderbar. So, vielleicht auch um ein bisschen Push nochmal anzubringen. Schöner Slow of Night hier. Der W von Karma connected aber leider nicht. Ja, und jetzt kommt Rebel mit dazu. Smite und die Ultimate und Certus abgeholt. Knight mit dem Kill. Certus da etwas zu offensiv. Da gab es eigentlich keinen Grund, da weiter reinzugehen. Sondern dann auch mit seinem Knockback oder Knockup quasi den Kassadin-Sprung predicted. Wisdom mit der Ultimate. Gilius, der Flash. Das war nicht so elegant. Und da ist der Hurt geplaced. Und das Ziel soll ganz klar die Toplane sein. Da kommt die nächste Camille-Ultimate und Sleeping kann dagegen nichts machen. Könntest du die Botlane viel härter unter Druck setzen und dieses Crossmap-Play deutlich besser durchziehen. So aktuell aber gehört hier Gamer Legion das Spiel, aber Phones trotzdem in die Base befördert. Ja, ja, Neon pusht gerade, jetzt kommt der TP tatsächlich. Neon zu weit vorne. Guten Tag! Keine Chance. Schalke zieht. Ja, Gamer Legion macht gerade alles richtig. Schalke kommt jetzt mit dazu, wollen den Fight neben den dritten Drachen nicht aufgeben, aber den hat man hier sicher. Z-Ultimate Rebel kommt hier übers Pit und man muss lediglich Wisdom aufgeben. Sleeping, aber wow. Geht der nochmal low? Tivana, aber auch der Soraka reinspielen. Ja, jetzt gibt's hier nochmal den TP in die Backline rein. Ja, Phones muss sofort wieder rausflashen. Die Ornn-Ultimate zum Knockup. Wisdom ist drin. Da kommen die Heals auch nochmal rein. Gilius low. Flash auch nochmal raus von Sleeping. Wisdom abgeholt von Certus. Aber die sind alle da jetzt irgendwie ein Velkos nochmal rein. Er hat die Ultimate ebenfalls schon auf. Ja, man kriegt den Drake. Man kriegt trotzdem den Drake for free. An diesem Chokepoint kommst du nicht vorbei. Jetzt. Teleport nochmal raus, aber das wird nicht reichen. Der Drake ist down. Die Soul ist da. Jetzt muss man den Disengage wagen. Und jetzt versucht man das nochmal zu chasen. Neon macht inzwischen einiges an Schaden. Knight mit dem Flash, Certus hinterher. Rebel blockt das Ganze sehr, sehr gut ab. Und wieder hat man nur einen Supporter abgegeben und die Drachenseele bekommen. Eben vorbereiten. Nash ist natürlich auch nochmal ein Thema. Jetzt geht's früh rein. Phones hier mit der Ultimate Wisdom. Dann gibt's die Ornn-Ultimate mit dazu. Trifft ja auch den Knockup. Phones jetzt low. Sofort kommt die Soraka-Ultimate. Geht wieder rein. Flash jetzt. Und das ist der Chokepoint. Rebel macht dicht. Da kommt Neon. Und 10 Sekunden. Dann ist der Elder Drake am Start. Wäre natürlich auch eine gute Comeback-Möglichkeit für Schalke, sollten sie den irgendwie stehlen können. Hören ist da doch sehr, sehr weit vorne. Neon geht hier aber unglaublich rein und Neon kriegt man gecatcht und das darf nicht sein. Das AD Carry viel zu weit vorne und jetzt der Damage hier, da geht's hinterher. Dann nochmal die Velkos Ultimate von hinten raus. Certus auch schon mal halbiert. Wahnsinn. Also Neons Basis, alle drei Inhibitoren sind hier down und man hat immer noch den Double Buff. Jetzt geht's da rein, Wisdom mit der Ultimate wieder sehr, sehr offensiv, aber der kriegt ja den dicken Schild und stirbt nicht. Und jetzt ist Rebel da und der Platz, einfach der Execute vom Elder ist da. Double Kill, Neon down, Certus, keine Chance jetzt. Und das war's, Gamer Legion holt sich hier den Sieg gegen Schalke 04 und setzt ein dickes, dickes Ausrufezeichen.